Ja, servus und hallo again, es ist wieder der Mart hier und wir zocken Out of the Park Baseball 22, unsere Europe Baseball League oder European Baseball League. Wir müssen jetzt unseren fünften Spieltag bestreiten gegen die Birmingham Polar Bears. Birmingham auch ganz gut in die Saison gekommen mit einem 3-1-Wert. Wir können mal kurz schauen auf das Standing. Sehen also, dass Birmingham in unserer Conference auf dem ersten Platz hier steht. Mit einer 3-1-Bilanz sind mit Berlin, Oslo, Bremen und Glasgow in einer Gruppe in der Division. Wir haben uns ja sehr gut verkauft bisher, sind ja selber an der Spitze unserer Division mit einer 4-0-Bilanz, haben die Sarajevo, wie auch immer die heißen, Kojoten, nee, Kojoten waren es nicht, haben wir die eigentlich relativ sicher immer geschlagen und wollen das natürlich jetzt fortsetzen, wobei ich glaube, dass Birmingham jetzt schon ein nicht so leichter Gegner ist. Wir schauen jetzt mal kurz auf unser Front Office. Personal haben wir. Das haben wir alles. Was haben wir denn hier alles? First Base Coach und ein Third Base Coach haben wir keinen. Da haben wir mal einen First Base Coach. Okay, fangen wir nochmal an. Fangen wir nochmal an, einen First Base Coach zu finden. So heißt's. Wo bin ich das denn jetzt? Habe ich doch letztens auch gefunden. Action haben wir nicht. Action. Haben wir nicht. Playable Scouting. Accounting. Owner. Finanzen. Transaction. So, schauen wir mal. List, Minor Leagues, Waiver. Haben wir jetzt hier gar nicht. Wieso haben wir das jetzt hier nicht? Hatten wir doch beim anderen auch. Naja, egal. Damals kein First Base Coach. Bis jetzt ist es auch ganz gut gelaufen. Also. Sieht ein bisschen anders aus, als wir es bei unserer neuen Serie hatten. Aber gut. So, Autoplay to until next game. Das würde dann eben morgen stattfinden. Das können wir machen. Dann sind wir auch schon da. Das letzte Spiel gegen Sarajevo haben wir ja 1-0 gewonnen. War natürlich ein bisschen wenig. Trotzdem. Die Polarbären spielen in ihrem Polarbären Ballpark mit 39.600 Zuschauern. Projecting Pitcher, also das könnte sein, dass Bucci anfängt. Poland und dann Stevic. Wir schauen jetzt mal auf unseren Pitching-Staff. Das passt soweit. Stolic ist ja angeschlagen. Das heißt, Bucci, ja, Bucci ist ja unserer, genau. Okay, wer den Report gut lesen kann, ist natürlich hier im Vorteil. Also, Bucci fängt an. Und auch unser Lineup. Jetzt mal den Trainer das Ganze machen, also den Coach. Unser Catcher ist müde. Sollte er trotzdem schaffen. Jetzt kommt der Kater wieder, der spinnt hier hinter mir rum. Der kleine Ratz. Also, fangen wir an. Ja, Maubert. Was ist denn? Wo ist mein dicker Kater? Also, Playball. Jetzt können wir mal ein bisschen auf die Statistik schauen. Die Polarbären deutlich besser. Im Prinzip
bis auf die Catcher-Position oder auf die Pitcher-Position. Jetzt kann es natürlich sein, dass uns der Pitcher vielleicht da raushelfen kann. Team Starts sehen wir hier. Wir also mit einer 4-0-Bilanz, die Polarbären mit einer 3-1-Bilanz. Team Leaders sehen wir hier auch. Ja, ich sehe eigentlich überall nur die Polarbären vorne. Einzig und allein hier bei den Doubles ist unser Spieler Meeström mit 3 und auch noch Schwab, der zweite, mit 3 vorne. Bei den Stolen Bases haben wir eine. Da Birmingham auch nur eine. Und bei den, na, keine Ahnung, was das für eine Statistik ist, Win Prop Edit. Das kann ich jetzt nicht erklären. Die 1000 Leute, die das anschauen, könnten das ja mal in die Kommentare schreiben. Bei den Pitchern, der War, also der Nebel des Grauens, die Bewertung, da ist der Federico Rossi am besten eingestuft. Dann starten wir mal das Game. Und erster am Wurf ist Jaroslav Ulitin. Der hat noch nicht gespielt, sein erster Einsatz in der EBL. Ja, irgendwann geht alles los. Unser Schlagmann ist Damat Osmanoglu. Der hat bisher 16 Mal an der Base, 25 Nuller geschlagen. Allerdings kein Home Run, kein RBI, aber eine Stolen Base. Und wir schaffen nur einen Hit, aber immerhin. Ein Hit ist ein Hit. Pio Bucci, unser Pitcher, Italiener aus Mexiko. Nein, ist doch ein Italiener. Hat im ersten Spiel ja. Was ist denn, Mausbert? Was ist denn? Ja, guck mal her. Ist wieder der Kater. Springt doch wahrscheinlich ein kleines Knack rein. Also muss gegen Berkeley Rhodes werfen. Der hat im April war er 19 Mal an der Base, 21, 1, 2 Home Runs, 2 RBIs. Und es geht auch gleich los, 1 zu 0 für Birmingham. Pascal war es. Der getroffen hat. Also, Ulitin gegen Umut Mardin, unseren First Baseman. Inning 1 bis 3 war er überhaupt erst einmal an der Base. Sollten wir irgendwann mal Playoffs haben, dann gibt es natürlich genauere Spielbeschreibung, aber ich denke mal so mit den ungefähr 10 bis 15 Minuten ist es okay. Da kann jeder leben damit und kann es anschauen. Weil jetzt schon wieder bei 8 Minuten sind. Gut, dann Bucci wieder gegen Logan, Alice Logan. Kein. Ja, doch, ein Hit. Wir hatten jetzt schon 3 Hits, aber haben 0 Runs. Wieder nix. Pio Bucci. Kater zerlegt hier alles. Das war nix. 3 Hits, aber 1 zu 0 Runs. Jetzt also Ulitin wieder gegen Laurent Chevalier. Der Franzose. Gegen, wo kommt Ulitin denn her? Aus der Ukraine. Nix war. So, jetzt, wie schaut es denn jetzt aus bei Bucci? Der ist 54 Pitches hat er bis jetzt. Es geht noch. Also, dieses vierte Inning sollte er noch überstehen. Fünften Inning vielleicht auch noch dann. 5 Hits, aber kein weiterer Run. Also, das haben wir jetzt. Wie schaut es jetzt aus bei ihm?
Erschöpfung ist noch okay. Also wir werden noch nichts machen. Das fünfte Inning muss er noch aushalten. Ulitin, 50 Pitches, ist aber noch gut fit. Ich habe gerade mal die Karriere oder das Karriere-Save gespielt vorher. Und da sind in der deutschen Baseball-Liga sind die Pitcher nach den Würfen absolut fertig. Und jetzt ein Run für uns. Was war los? Legrand hit a run scoring single gegen Ulitin. Legrands erste RBI. Jetzt wird es spannend. Butchie, jetzt ist er relativ. Ja, bei 68 Pitches ist er aber immer noch gelb. Wenn das Inning, werden wir ihn noch werfen lassen. Wieder ein Run für Birmingham. Da führen sie jetzt 2-1. Okay, jetzt machen wir mal diesen an der Base. Was ist. Ah, nein, Flyout. Nein, nicht Flyout. Das ist raus natürlich. Oh! Ich rege mich auf, aber es hilft mir nichts. Jetzt nehmen wir. Wen nehmen wir jetzt rein? Zwei Innings, 1-1. Zwei. Sertori macht sich warm. Der Italiener. Dieser 0,2 Innings geworfen. Kein Run für uns. Und jetzt ist Bucci ist fertig. Tauschen ihn jetzt aus. So, Wilmar Schwab als nächstes dran. Steht nach wie vor 2-1. Wir werden jetzt wieder diesen Spieler an der Base uns anschauen. Oder am Batting. Und nein, den fängt er, oder? Jawohl, jetzt war es aber ein Flyout. Ich muss mich mehr konzentrieren. Ich rede da ziemlich Käse immer gerade. Wie gesagt, bin jetzt auch nicht der Riesen-Baseball-Experte, trotzdem. So, jetzt werden wir den nächsten Reliever in den Bullpen schicken, dass er sich aufwärmen kann. Das wird Kalinowski sein. Olivier Kalinowski, der Pole. Immer noch 2-1 Führung für Birmingham. So, jetzt kommt Kalinowski rein. Gut gemacht. Kein Run für Birmingham. Jetzt wieder Sebastian Legrand ist am Schlag. Ein RBI hat er geschafft. Schauen wir uns jetzt an. Oh, Base Hit. Auf jeden Fall mal. Schön. Ja, der spielt gut, der Legrand. Das heißt jetzt Olivier Kalinowski selbst am Schlag. Das erste aus, aber der Grau ist draußen, Kalinowski ist aber an der Base. Jetzt werden wir trotzdem einen weiteren zum Warmmachen schicken. 2-2. Zwar Marc Prouveau. Jetzt können wir es wieder durchspielen. Halbe Innen. Kein Run für uns jetzt Birmingham. Kalinowski wird den ersten jetzt noch machen.
Das ist ein Aus. Und jetzt gibt es den Wechsel. Ich weiß gar nicht, ob ich zu viel oder die Reliever zu viel einsetze. Könnt ihr mir auch mal in den Kommentaren schreiben. Könnt ihr mir überhaupt mal in den Kommentar schreiben. Wobei, den Kanal gibt es ja erst seit ein paar Tagen. Also jetzt Marc Prévost. Schafft das? Gut, 7 zu 6 Hits. Also 6 Hits haben wir, aber nur einen Run. Birmingham hat 7 Hits, aber 2 Runs. Maxim Janutan ist als nächster dran. Sein zweiter Einsatz. Einen Save hatte er schon. Ein Walk, einen Strikeout. Mut Martin am Schlag. Es war nix. Oh. Fly out. So, dann Wilmer Schwab. Neunmal an der Base, 44-4, wenn die Bases leer sind für ihn. Oh ja, aber nein, zu kurz. Zweite ist im Aus. Ich befürchte, wir kassieren unsere erste Niederlage. Jetzt noch Maynard Oliver. Das müsste eigentlich schon ganz toll schlagen. Das war's, leider. Leider war es das. Also, wir verlieren 1 zu 2. Unsere erste Niederlage in der Saison. Es war knapp. Trotzdem, die Budapest Checkers sind jetzt mit uns gleichgezogen auf 4-1. Die Zaporizhia Diamond Dogs gibt es auch noch mit 3-2. Die Kiew Golden Grizzlies 3-2 und Stuttgart Ivy, das zweite deutsche Team in unserer Division, auch mit einer 3-2-Bilanz. So, wir haben jetzt einen Tag, naja, haben keinen Tag Pause, es geht gleich weiter. Morgen das nächste Spiel gegen Birmingham und da hoffe ich jetzt, dass wir uns etwas besser behaupten. Das war's jetzt mit dem siebten Teil der Europe Baseball League. Servus und bye bye.